Kommt zurück hier live mit der ESL Pro League zwischen G2 und Team Liquid. Erste Map geht an die Amerikaner. Also Europa gegen Amerika. Erstmal 1:0 für Übersee. Und es geht auf Overpass, der Pick von Team Liquid. Und da haben wir gesehen, was sie gegen Astralis anstellen können. Nämlich schwächeln auf Seite 1. Comeback spielen auf Halbzeit Nummer 2. Sie starten auf jeden Fall auf der zumindest erstmal schwächelnden Seite. G2 dafür auf ihrer stärkeren Seite und dann mal schauen, was drin ist in dieser Partie. Jax kann erstmal gegenhalten und damit, wie gesagt, Hedge bekommt zurück. Es geht weiter mit dem großen Finale und das regnet erstmal Headshots. Und wie viele Franzosen regnet es hier? Gar keinen bisher, außer Amanek. Und es ist nur noch Twist. Regnet es eher noch den Kanadier? Das ist die große Frage. Bei einem 4 gegen 1. Schwierig, da nochmal durchzukommen. Nö, und das war's. Runde vorbei, aus und vorbei. 1:0 für G2. Und Jax da wunderbar den Pillar ausgenutzt. Kann dann sogar noch mal unten Richtung Monster rumziehen. Ja, und die Runde fast da im Alleingang machen. Braucht er gar keinen, ne? Absolut überbewertet. So, das Einzige, was gerade so ein bisschen fehlt auf dem Server, ist bisher Shox. Und den brauchen sie auf jeden Fall. Wenn sie um die Titel kämpfen wollen, dann muss auf jeden Fall ein Sieg her. Und wiederum muss auch ein performanter Shox auf dem Server ankommen. So, wir sehen erstmal einen sehr defensiven Aufbau von G2. Und bei Team Liquid den Force bei. Geht hier langsam auf Contact nach vorne. Dann wird die Flash kommen und damit will man Amanek natürlich in, ja, ganz schlechte Position bringen. Flashbang kommt gut rein, hat noch einen Molotov in der Hand, aber da ist Elish schon durch. Ja, und Elish wieder mit einer Bombenleistung auf Map Nummer 1. Nicht umsonst geiert er nach dem MVP bei diesem Turnier. Ja, und das verdient. So, kommt hier nochmal hinterher, versucht den Kill zu setzen. Ja, Anschuss gibt's und dann kann er nicht mehr auf die Piste wechseln. Aber der gute Positionswechsel von Lucky könnte hier die Entscheidung bringen. So, den versucht man nochmal unter Druck zu setzen, wartet die Nate ab. Man will aber unbedingt dieses Duell contesten. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die sie hier treffen können. Ja, nämlich da nochmal eine 2 gegen 2 Situation so leicht zu bekommen. Das könnte Profit sein. So, Kenny, es wartet in der Mitte. Wie gut ist sein Timing? Sehr gut. Einfach nur den Winkel halten, damit weiß Neff ganz genau, was Phase ist. Und er wird anziehen. Nochmal die Bombe legen. Auf dem B-Spot. 9 Sekunden Zeit. Smoke liegt. Chance auf jeden Fall da. Beide sehr weit gesplittet. Und wenn Neff das Duell entscheiden kann, dann die Runde nochmal auf. Aber da ist Shox am Start. Wie gesagt, der muss ein bisschen aus seinem Schneckenhaus herauskriechen. Den brauchen sie auf jeden Fall. Damit haben wir bei diesem großen Finale erstmal 1:2 für G2 auf Map Nummer 2. Damit geht's für Team Liquid dank des Plans nochmal in ein paar Pistolen, nochmal ein bisschen Utility einpacken. Aber ansonsten wird hier erstmal fleißig gespart. Auch wieder ein sehr flotter und tiefer Molotow. So, das typische Spiel von G2 auf CT-Seite ist halt erstmal eine flotte Smoke runterschmeißen, gegebenenfalls ein Molotow Richtung Kurz oder beziehungsweise da Richtung Sumpf. Das ist meistens so das Hauptziel, was man immer auf B schmeißen möchte. Eine Smoke, ein Molotow, manchmal arbeitet man mit zwei Molotows und lässt die Räume einfach auf. Und man schmeißt einen sehr tiefen Molotow erstmal in die Mitte rein. Dadurch slowt man natürlich auch vom T-Team erstmal auch ein bisschen den Aufbau und versucht erstmal sozusagen Raumgewinn zu verkaufen. Obwohl man den Raum nicht mal aktiv einnimmt. So, Neff. Nochmal Neff. Das tat weh. Und damit sind sie drauf. Also, mit einem Haufen nichts, mit ein paar Pistolen und
ohne Kevlar. So, um das Ganze nochmal für die Seitenwahl zu erklären. Das Team, was die Map pickt, muss dem Gegner die Seitenwahl überlassen. Das heißt, Team Liquid pickt hier Overpass und das heißt, G2 hat die Seitenauswahl. Und normalerweise entscheidet man sich dann natürlich für die CT-Seite. So, und die fünfte Map, die wird per Knife entschieden. So ist es auch im BO3, das heißt, wer die Map pickt, muss dem Gegner die Seitenwahl überlassen. Und auf der letzten Map wird dann entschieden per Kniffelrunde. Ach, Schocks. Ganz ruhig, mein Freund. Ruhig, Brauner. Nee, aber es läuft bisher noch nicht so für ihn. Und eigentlich brauchen sie genau bei diesem Finale einen überragenden Schocks, wie über fast die komplette, über den kompletten Turnierverlauf hier der ESL Pro League. Und auch in der Gruppenphase, im regulären Ligabetrieb, war Schocks immer ein Konstant, auf die man zählen konnte. Hier ist aber erstmal ein schöner Block, den Team Liquid da Richtung Sumpf voranschreiten kann. Damit gewinnen sie auch das Duell und versuchen jetzt Elish durchzuschicken, der aber scheitert mit seiner kleinen Waffe. Und zwar gegen die Jungs da vor B. So, jetzt überlegt man, was möchte man hier nochmal machen? Möchte man nochmal auf A stacken oder möchte man sich auf B entscheiden? Ne, man will towern und einen auf A schicken. Und dann natürlich auch B auf Retake spielen. So, Team Liquid wartet ab. Was hat man noch an Granaten? Smoke, Molotov, zwei Flashbangs. Sogar ein dritter noch bei Studio 2K. Mal schauen, was Schocks hier machen kann. Schocks hier auf jeden Fall mit einem guten Winkel an der AUG. Kann aber hier den Headshot nicht setzen und damit kommt man durch. Schocks versucht den Winkel nochmal einzugehen. Eigentlich gar nicht so schlecht, Überlegung, aber da muss halt auch der Kill sitzen. Und damit können sie hier sich den Vorteil erarbeiten. Eine 3 gegen 2 Situation. Studio 2K überlebt das Ganze super, super knapp mit 4 Mini-HP. So, so gute Idee war, da nochmal nachzutauern. Wenn da Schocks nicht performt und vorbeischießt, bringt ja auch der schönste Tower nichts. So, sucht das Duell dagegen Nitro unten an der Rampe. Der kann das für sich entscheiden. Damit ist Amanek hier komplett in die Mangel genommen. Und die nächste Runde, die geht an Team Liquid und damit an die Nordamerikaner. Damit auch wieder der Ausgleich 2:2. Die Frage ist, sehen wir überhaupt eine fünfte Map? Also das Riesenproblem ist halt für G2. Meiner Meinung nach haben sie auf jeden Fall das 2 gebraucht. Und das haben sie nicht geschafft. Also das 2 geht an den Gegner. Und damit eine super, super wichtige Map abgegeben. Die dir ermöglicht, überhaupt in dieses BO5 mit vollem Potenzial reinzukommen. Und es war eine wichtige Map. Für die Jungs von G2. Die konnte man nicht für sich holen. Damit fällt der Vorteil auf die Seite von Team Liquid. Und auch in der Runde lässt man erstmal nicht viel anbrennen. Also die Jungs von G2 nur mit Pistolen unterwegs. Und da ohne größere Gegenwehr. Jo, und da war es das auch. Also die Jungs von G2 machen hier gar nichts in der Runde. Ja, der Goliath, der fängt langsam an hier das Spiel ein bisschen aufzudrehen. Damit geht Team Liquid erstmal in Führung. Sehr tiefes Smoke, mit der versucht man direkt mal hier den Raum einzunehmen. Ist sogar ein Doppelsmoke. G2 erstmal aus der Position direkt zurückgedrängt. Dann können wir nur noch mit Überraschung die Toilette halten und Kenny S. ist auch instant gefallen. Der ist damit vor B nicht erfolgreich, einen First Pick zu setzen. Scheitert damit
Jetzt hat man bei Jax noch eine AWP. Mal gucken, was man damit machen kann. Damanek wartet Richtung lang. Aber alleine unterwegs Richtung Toilette. Shox überhaupt keine Möglichkeit, da den Support zu geben. Damanek könnte aber ein gutes Timing haben und da in den Rücken reinfallen. Oh mein Gott, er wurde nicht gesehen. Doch, er wurde gesehen. Jetzt ist er bekannt. Muss rausgenommen werden. Geht nochmal gut. Gerade so. Der Damanek viel, viel mehr machen können. Aber das Timing nicht ganz perfekt gewesen. Jax an der AWP mit Nummer 1. Aber Neff ist durch. Damit Lucky und Shox die letzten beiden Verbleibenden. Einer Richtung Side und einer wartet Richtung Lang. Oh, da kann Shox nochmal gut eingreifen. Lucky ist halt abgesmoked. Ah, schwierig für ihn, aber er kriegt nochmal die Lücke. Nein, er kann die Lücke nicht ausnutzen. Aber Lucky hat das Ding trotzdem noch auf dem Schirm. So, was hat er da gesehen? Große Frage. Für uns ist das natürlich immer ein bisschen leichter, dadurch, dass wir die Silhouetten sehen. Aber die Smokes wurden ja auch vor ein paar Wochen gefixt, dass sie jetzt nicht mehr vom Client berechnet werden, sondern vom Server. Und damit kann man hier nicht mehr sagen, okay, die Smoke, die lag hier irgendwie auf dem GoTV falsch. So, jetzt muss er das Duell suchen. Ersten findet er. 10 HP noch bei Lucky. So, und er weiß, Twist da irgendwo ist im Klo unterwegs und der lässt hier nichts anbrennen. Runde vorbei. Auch zeitlich hätte er es nicht mehr geschafft, da nochmal an die Bombe ranzukommen. Hier zu 2. Team Liquid. Ja, läuft auf jeden Fall. Ja, Liquid ist schon ein Maßstab, an dem man sich orientieren muss zurzeit. Klappt einfach bei ihnen. Ah, G2 hat uns aber nochmal einen harten Kampf eben geboten auf das 2. Also es war nochmal eine sehr knappe Partie. Ich denke, Overpass wird auf jeden Fall etwas eindeutiger ausfallen. Und dann müssen sie sich auf Map Nummer 3 fokussieren, weil ansonsten kann es auch sehr schnell vorbei sein bei den Franzosen. Und die Jungs von Team Liquid könnten hier mit einem 3:0 nach Hause gehen und damit auch den dritten Sieg für den Intel Grand Slam einfahren. Ah, sieht sehr, sehr gut runtergespielt aus. Ist nur noch Kenny S. Nochmal Kenny S. Ah, die Bombe liegt und damit eigentlich Runde weg. Na, hat sich der Chat nicht immer beschwert darüber, dass die Jungs von Team Liquid immer nur auf Leichen schießen? Komischerweise macht das jedes Team. Na, was ein Zufall. Vielleicht sollten wir mal bei X-Factor anfragen oder Jonathan Frakes dazu ziehen. Vielleicht wird der uns darauf eine Antwort geben. Zeigen wir ihnen hier die Wahrheit oder haben wir sie nur in das Licht gebaitet? X-Factor, das Unfassbare. So, es geht erstmal Richtung Mitte, wieder dieser sehr tiefe Molotow. Also G2 hat jetzt auch Equipment, mit dem sie arbeiten können. So, mal gucken, was man damit machen kann. Team Liquid erstmal in der Mitte zurückgedrängt. Das ist schon mal gut Zeit, die man rausholen kann. Der Fokus liegt aber eher erstmal Richtung B. So, da kommt instant eine zweite Smoke hinterher. Team Liquid baut erstmal noch ein bisschen auf Frauenkontor Richtung Mitte auf. Also, nachdem man da vor B die zweite Smoke bei G2 reingeschmissen hat, gibt es da auch erstmal kein First Pick Potenzial für die Nordamerikaner. Dreht man halt nochmal um, hat ja noch eine Minute Zeit. So, kleiner Tower, den man hier auspackt, um vielleicht die Kontrolle nochmal über Lang so ein bisschen zu bekommen mit einer Flashbang. Macht man sich da erstmal bemerkbar und G2, ja, was machen die? Die bauen auf und zwar Richtung Mitte. Da versucht man Kenny S mal einzusetzen.
Ah, Kenny S. Auf die Rafona, Alter, schießt er. Super, super bitter. Normalerweise Kenny S. bei diesem Turnier alles getroffen, aber hier auf Overpass, einer der Spielplätze, wo man mit der AWP auf jeden Fall gut überzeugen kann, ist das noch nicht der gewünschte Erfolg, den man sich beim Kenny S. über die Tage hinweg wünscht. Ja, und damit wird das Tempo angezogen. 1 gegen 1 Situation. Schaden kann auf jeden Fall nochmal gesetzt werden. Stu2k auf einem mickrigen HP an der AWP. So, jetzt wird rausgepusht. Die Bombe, die will man nochmal verhindern, dass sie geblendet wird. Aber das ist Neff mit dem Doppelkill am Start. Und rettet damit den Tag für Liquid zur nächsten Runde. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass Neff da direkt den zweiten Kill connected. Ansonsten wäre das die Runde für G2 gewesen. Nice try. Timeout bei den Franzosen. Nochmal der Hype natürlich von der Menge vor Ort, die ihr Team supporten. Aber trotzdem, es ist wirklich bisher ein super Turnier gewesen von G2. Und wenn sie im Finale verlieren sollten, ist es trotzdem eine wichtige Entwicklung, die G2 mitnimmt. Kann man auch so ein bisschen sehen, wie das Team rund um Mausports, die auch noch nicht so lange mit zusammenspielen und miteinander. Bei G2 hat man ja auch erst vor ein paar Monaten gewechselt. Hat auch ein bisschen gedauert, bis man da in der Findungsphase den richtigen Draht gefunden hat. Aber es gibt ein Potenzial nach oben. So, Arman hat wieder den Vorteil. Bei G2 ist es eher erstmal die Pistol Round und da hat man versucht mit dem Stack ein bisschen Richtung A, ja, den Gegner zu ärgern. Mal gucken, was man hier noch machen kann. Eher die Exit Frags. Die werden es nochmal. Ah, passend Twist und Nitro instant auf. Nur noch Kenny S, nur noch Jax. Und damit war es das. Jax wird eher die AK durchbringen. Kenny S vielleicht nochmal auf den Exit-Frag gehen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool in diesen Replays, den Zoom, um da den Kill genauer zu inspekten. Finde ich eigentlich ganz cool, besonders bei der AWP. So, und damit geht's nach vorne. Nächste Runde für Team Liquid. Schneller Tempowechsel soll Richtung B gehen. Da wartet ein Spieler. AZ Link diesmal den Fokus auf A. Und was passiert? Team Liquid marschiert auf den B-Spot. Was willst du da machen als Kenny? Ist gar nichts. Und Stu2k reißt sie direkt den Raum auf. Nimmt sogar noch fast hier Shocks mit raus. Wie mit Tollwut unterwegs. Und sie können safen gehen fast. Sie können fast schon safen. Das ist eigentlich fast nicht mehr machbar für G2. Nee, das ist zu viel. Der Raum zu schnell eingenommen. Da hast du überhaupt keinen Vorteil mehr oder kannst dir fast überhaupt keinen Vorteil mehr erkämpfen. Da sind sie eher noch drauf. Ja, in der Hoffnung, dass der Spieler über T-Spawn noch irgendwas machen kann, damit sie überhaupt retaken können, aber der scheitert auch direkt an der AWP, die nach hinten abaimt. Und damit ist es die achte Runde. Ja, wenn es so weitergeht, kann ich heute Abend noch die Mythic Championship schauen, weil da ist auch Top 5, das ist auch Top 4, das ist auch großes Finale. Ne? Also Team Liquid, bitte einmal beeilen.
So, wunderbar aufgepasst. 2-8. Ja, G2 ist ansässig in Berlin, das habt ihr genau richtig erkannt. Und zwar am Potsdamer Platz, High Society Bürogebäude. Wirklich krass, Mann. Also, was G2 sich da hingepflanzt hat. Dann noch am Potsdamer Platz. Und ich sag euch eins, Potsdamer Platz, das ist nicht billig, ne? Aber man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ist aber ein sehr schönes Gebäude, was sie da haben. Oder beziehungsweise ein schönes Office. Und ja, wer am Potsdamer Platz sein Büro eröffnet, der hat im Normalfall zu was gebracht, ne? Ja, und Ocelot, das ist ein Spanier. Ja, und man hält schon immer eigentlich an einem französischen Team fest in Counter-Strike. Was jetzt auch keine schlechte Entscheidung ist, ne? Wie man sieht. Finale ist ja drin. Nur gegen Team Liquid. Naja, wirkt es gerade nicht so, als könnte man hier einen Stich setzen, zumindest auf Overpass. So. Es geht nach vorne. Mal gucken. Was hier passiert. Und mal gucken, was KNES hier machen kann. So, auf geht's. Nitro mit dem ersten. Amanek wartet in der Ecke, muss eigentlich von Twist direkt gecheckt werden. Wird er auch, die Flashbang kam gut rein. Amanek kann nochmal zuschlagen. Amanek macht hier das 3K mit Elish. Gibt's aber hier nochmal die Möglichkeit, im 2 gegen 2 bei 8 Sekunden die Bombe zu legen. Shox hat's jetzt in den Händen. Shox geht nach vorne. Shox will die Bombe rausnehmen. Kriegt aber den Blend nicht mehr und damit kann der F die Runde vielleicht nochmal entscheiden. Nein, es reicht nicht. Oh, Shox mit dem Mega-Move. Aber Amanek hat gut vorgearbeitet. Sehr, sehr stark. So, wo läuft die Mythic Championship? Die Mythic Championship läuft auf twitch.tv/magic und da könnt ihr das Ganze schauen. Ja, wird ein bisschen viel Esper Control gespielt. Aber dafür haben wir einen Deutschen dabei. Ne? Kai Bude, der German Juggernaut, steht in den Top 4. Ne? Also, wenn wir schon fast hier nichts im deutschen Counter-Strike reißen für die Playoffs, naja, haben wir wenigstens in den Playoffs den deutschen Magic-Spieler, ne? Spaß beiseite, aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Kleiner Fun-Fact. Deutscher Magic-Spieler steht in den Top 4 und spielt um 100.000 US-Dollar. Na, auch viel Geld. So, für G2 natürlich eine wichtige Runde. 3-8. Und die Eröffnung. Naja, schauen wir mal, was hier noch für Team Liquid möglich ist. Geld haben sie auf jeden Fall genug gefeedet in den letzten Runden. Das sehen wir bei Neff und bei Twist eigentlich ganz gut. Ah, es wird schwierig für G2 in so eine Partie wieder zurückzukommen. Hohohohoho, Twist. Hi. So, auf jeden Fall kommen sie hier durch. 3 gegen 3 Situationen. So, Shox wird jetzt auch langsam machen. Eine ADA von 101. So, es geht nach vorne. Nitro wieder an der AWP. Smoke liegt gut, weil dadurch kann Shox erstmal nicht den Spieler rausnehmen. Hier liegt mit einem perfekten Sidestep. Da wird kein Tango mehr getanzt und Shox der letzte Verbleibende im 3 gegen 1. So, Shox mit dem ersten. Ja, die Bombe liegt. Liegt sie defensiv? Ja, sie liegt gar nicht so gut. Also das heißt, Shox könnte sogar hinter die Paletten gehen und einfach diffusen. Oh, das ist super gut, das ist super gut. Shox geht an die Bombe, fängt das Ganze an, weiß aber nicht, dass beide über kurz kommt. Trotzdem, Shox ist da. Der muss aber jetzt langsam an die Bombe ran, fängt nochmal an. Und damit geht's nach vorne. Nee, schafft er nur noch mit dem Diffuse. Er muss reinziehen. Die Bombe, die wird nicht mehr diffused. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Nochmal, Nitro, der die Runde verhindert. Super, super knapp. Gut von Shox gespielt, aber am Ende nein. So, manchmal gewinnen Deutsche sogar beim Pokémon-Spielen. Guck mal. Deutschland ist nicht das Counter-Strike-Land. Deutschland ist das Land der Trading-Carding-Games. So sieht's aus. Ja. So, 3-9.
Und weiterhin holt sich Team Liquid hier das Momentum auf ihre Seite. Es sieht echt nicht gut aus für G2. Es ist zwar ein Kampf, den man hier verspürt. Sie wollen irgendwie in diese Partie reinkommen und sie wollen auch auf ihrer CT-Seite versuchen, Performance abzurufen. Es ist taktisch nicht mal so schlecht gespielt. Sie können ja ihr Spiel irgendwie auch durchsetzen, aber Team Liquid ist vom Aiming her zu brachial. So, Kenny S. Shox passt auf diesmal. Kenny S. schießt hier vorbei, damit eine 3 gegen 3 Situation. Shox wartet immer Richtung Lang, wie bloß das Timing dagegen Twist. Oh, der Headshot, das ist natürlich der Nachteil für die M4. Damit über Twist mit ganzen 10 HP. Und damit hat man wieder den Vorteil. Jax nimmt den Raum hier schon mal ein. Damit gibt es keine Möglichkeit, hier eine flotte Rotation einzuleiten. Oh mein Gott, ey, ich habe schon wieder Herzinfarkt bekommen. So, Twist mit 10 HP geht ins Duell. Nicht ganz so gut. Flashbang kommt, nee, Smoke kommt rein und dann überrennen sie ihn sauber. 38 Sekunden, letzter Spieler rotiert zügig runter. Kommt da oben noch Richtung Nest. Nee, entscheidet sich unten für CT. Und das ist Kenny S. So, Kenny S. Er hat das Timing verpasst. Und jetzt müsste er eigentlich fast im Kreuzfeuer stehen. 25 Sekunden, die Bombe wird hier gelegt, so wie es aussieht. Nee, sie wird noch nicht gelegt. Sie warten drauf. Jetzt wollen sie ihn gemeinsam rausnehmen. Ich glaube, das ist die beste Chance, die sie haben. Und das machen sie hier auch. Weil Kenny S. mit einer AWP hat nur eine Chance, den Frag zu setzen. So, Magic hat 52.000 Zuschauer. Die hatten gestern zwischenzeitlich mal 100.000 Zuschauer. Schon krass. Also, nicht so ganz erreicht man vom Mythic Invitational mit 240.000 Zuschauer die Zahlen, aber ja, zumindest ein Teil. Hab ja immer schon überlegt, ob ich wenn mal kein großes Turnier ist, mal Magic kommentiere. Also ein Counter-Strike, weil ich habe mir überlegt, ob ich eigentlich dieses Mythic Championship co-streamen sollte und moderieren sollte, aber dann kam die ESL Pro League und dann habe ich natürlich Counter-Strike den Vorzug gegeben. So, in welchen Spielen ist Deutschland noch gut vertreten? Vielleicht eure Ansage im Chat. League of Legends, glaube ich, auch ganz gut. In Dota gab es da nicht auch einen sehr guten Dota-Spieler, der auch schon das Das TI. Und ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwelche coolen Handyspiele oder so. Und Rainbow Six ist nicht, glaube ich, so gut. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Aber vielleicht weiß das jemand von euch. So, 3 zu 10. Aber Frankreich ist eher das, ich glaube eher das Rainbow Six Siege-Land und auch Brasilien. Aber ich finde Rainbow Six Siege ist eigentlich ein cooles Nischenprodukt. Also es ist halt eine Nische für einen bestimmten Zuschauermarkt. Aber eigentlich ein sehr cooles Spiel. Schaue ich mir immer wieder gerne an. So, Studio K. Nur noch Lucky. Eben, ja, 3 gegen 1, keine Chance. So, gibt's die Mythic in Deutsch? Also deutscher Stream? Nein, den wollte ich ja machen. Aber leider konnte ich nicht, weil hier Pro League läuft. Also wenn das BO3 hier schnell vorbei ist, kann ich vielleicht doch übertragen. Mal gucken. Oder läuft das schon? Nee, es läuft schon, sorry. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Naja, dann das nächste Mal. So, FIFA noch. Okay, cool. Also FIFA, okay. Stimmt, wir haben gute FIFA-Spieler in Deutschland. Aber ich glaube, das war's dann. Mehr gibt's nicht. So. Auf jeden Fall. Die Antworten werden gesucht in der letzten Runde von G2. Ich weiß nicht, wo sie gerade finden wollen auf Overpass, aber sie kämpfen auf jeden Fall dagegen irgendwie an. Aber das sieht bisher überhaupt nicht gut aus. Team Liquid einfach zu dominant hier auf dem Server unterwegs.
So, Stuart UK, schöner Winkel. Ah, jetzt zieht er sich aber auch gut zurück. Let's go, Stuart! Yay, 4 gegen 2. Lucky, ciao. Tot. Jax, der letzte Verbleibende mit MP9 in dieser Runde. Ah, da machst du nichts. Das wird, weil die Hälfte wohl mit einem 12:3 für Team Flüssig. Ich weiß nicht, was Jax da noch machen will. Upgraded nochmal auf die Farmers, aber da geiern sie schon mit Stuart UK nach dem nächsten Kill. Ja, und das war's also. 3:12. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder da. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück nach einer sehr dominanten Hälfte der Nordamerikaner. Hier gegen die Franzosen vor heimischem Publikum geht es weiter. Und zwar mit Counter-Strike hier live mit der ESL Pro League aus Montpellier. Und zwar den großen Finals. Gibt es einen weiteren Grand Slam-Punkt für Team Liquid? Gibt es eine zweite Map? Das wird der erste Weg sein, den man hier eingehen muss, um überhaupt den nächsten Grand Slam-Punkt zu holen. Weil es ist ein Best of Five und muss 3 Maps gewinnen. Wer 3 Maps gewinnt, darf den Titel mit heimnehmen. Und natürlich eine Menge Geld. Es geht insgesamt um 750.000 US-Dollar. Ja, und der Löwenanteil geht an das Team, was am Ende hier als Gewinner rausgeht.
So, um jedem da natürlich auch nochmal ganz kurz einen Überblick zu geben, was es denn überhaupt zu gewinnen gibt. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht zu wissen, für die meisten, die sich da nicht so sehr mit beschäftigt haben. Und ich da nochmal ganz kurz die Preisverteilung aufzulisten. 250.000 für den ersten, 80.000 für den zweiten, 40.000 für 3 bis 4. Also Mousebots ist schon mal mit 40.000 heimgegangen, 5. bis 6. 20.000 und ja, die Plätze unten drunter wird das Geld mit 17.000 bis 14.000 US-Dollar aufgeteilt. Ja, das ist ordentlich, eine ordentliche Summe und Team Liquid geiert nach dem Löwenanteil. Mal gucken, ob sie das schaffen. Bisher mit einer gewonnenen Pistol Round sieht es aus wie geölt in Partie Nummer 2. Weil damit geht das mit 3 zu 13 Führung auf dem eigenen Map-Pick. So, und Shox auf der Suche nach Informationen. Elish hat aber die Steps mitbekommen, da wartet immer noch Nerv in der Toilette. Also da auch wieder sauberes Teamwork. Pro B hat jetzt du hier einiges zu. Sie haben den Waffenvorteil. Die Two im Force bei. Schauen wir mal. Der Force bei. Um sie in die Knie zu zwingen. Nur ein iPhone nur mit 7 APs. Okay, schlägt zu. Der Spraydown sitzt nicht ganz. Sie haben aber noch Twist. Und er wartet schon im Rücken der Gegner. Damit die Bombe down. Ey, die wird vorkatapultiert, als wäre sie irgendwie von einem. Von so einer kleinen Hüpfburg abgeprallt. Hat er gerade gesehen, wie die Bombe davor geprallt ist. Aber ist auch egal, Jax ist der letzte Verbleibende, der müsste noch an die Bombe drankommen. Wenn er überhaupt die Runde holen will. Und das wird sehr, sehr schwierig. So, Jax mit dem ersten. Also an die Bombe kann er nochmal rankommen. Nö. 8 Sekunden, dann müsste er jetzt schon planten. Ja, und damit vorbei. Aus und vorbei in der Runde. Ja, heute mal mit der schlichten Tastatur unterwegs. Bei diesem Turnier, der gute Elish. Taktische Pause bei D2. Ich würde fast behaupten, das könnte eine sehr schnelle Partie werden am Ende. Wenn Liquid jetzt hier die Coolness bewahrt und einfach nur die nächsten beiden Runden holt. G2 müsste fast schon auf Overtime spielen, wenn sie überhaupt nochmal in diese Partie irgendwas reißen wollen. Weil jetzt zweimal kaufen mit so einem Frostbite, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wird halt sehr, sehr schwierig. Und sie gehen in den Frostbite. Selbst das Comeback ist schwierig, nochmal auf Overtime zu kommen. So, vielleicht nochmal theoretisch eine ganz, ganz kleine Chance, vielleicht den Umschwung zu schaffen. Team Liquid hat jetzt auch nicht so viel Geld. Ja, und dann nimmt man da erstmal den Connector auseinander mit Stewie 2K. So, Amanek, nochmal nach vorne. Amanek, keinen zweiten, aber Nitro und damit ist noch Shox. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, G2 muss diese Map wohl abhaken. Und versuchen, das Mega-Comeback hinzulegen, nämlich 3 Maps in Folge. Aber ich finde diese Logitech G Pro, finde ich irgendwie so nice. Von der Form her, von der Größe. Ich hatte sie auch schon in der Hand, vom Gewicht her. Die da Elisha hat, also die kabellose Maus. Spielt auch zum Beispiel Kerrigan. Und wird auch immer beliebter bei den Pros. Also es gibt sehr viele Pro-Spieler draußen, die auf die Logitech G Pro gewechselt sind. Vielleicht auch einfach, weil sie nicht mehr dieses Kabel wollen. Und wahrscheinlich, weil sie auch gut in der Hand liegt. Also sie liegt für mich ist sie perfekt von der Größe, ja. Auf jeden Fall G2 nochmal mit dem Buy. Aber ich denke, das sollte es gewesen sein, wenn Amanek, Shox und Jax nicht nochmal über sich hinauswachsen. Schwierig auf jeden Fall. Besonders du hat da schon mal einen guten Winkel. Kann aber hier den Headshot nicht setzen. Twist aber da mit dem Refrag.
So, jetzt möchte ich ganz kurz mal schauen, wie viel Frags hat denn bisher Elish gemacht? Oh, nein, der hat nur 13 Frags gemacht. Das ist ja unglaublich. Viel zu wenig. Damit mal keine 30 Kills auf dem Server abgeliefert. Das geht diesmal an Twist, der mit 19 hier das Scoreboard anfühlt, zusammen mit Nitro. So, es geht nochmal nach vorne. Shox mit 28 AP. Jetzt der Verbleibende bei 28 Sekunden. Was ein Zufall. Ja, es wird schwierig, Mann. Shox. Warte mal an den Barrel. 16 Sekunden. Er muss auch gleich instant die Bombe legen. Und dann steht man mit zwei Leuten bereit. Shox nochmal mit einem 2 gegen 1 Situation. 9 Sekunden. Man ist schon Richtung Wasser unterwegs. Und dann ist es Elish, der die Map nach Hause bringt. Und damit das Ganze beendet. G2 muss hier nochmal in den sauren Apfel beißen und Team Liquid erstmal 2 zu 0 davon dann entziehen lassen. Tja, das war eine schnelle zweite Hälfte.